Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Draußen ist der Frühling, es geht so langsam los, es wird großartig, die Temperaturen steigen, der Rasen fängt an zu wachsen und bald gibt es Video von draußen, von der Rasenfläche, aber heute noch nicht. Heute machen wir ganz was Besonderes. Wir werden heute ein Videochat hier durchführen mit einer ganz interessanten Person, und zwar mit Julian P. Wer ist Julian P.? Julian P. ist der Gründer der Facebook-Gruppe Mein schöner Rasen, und ich darf ihn heute interviewen. Das ist total cool. Wir werden über seine Gruppe reden, wir werden über Rasen reden und wir werden über die häufigsten Fragen sprechen, die in dieser Gruppe so immer wieder hochpoppen. Ich freue mich unheimlich auf das Gespräch und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Yeah! Ja, Mensch, Julian, da ist er. Herzlich willkommen, Julian, hier bei uns im Videochat. Cool, dass wir das machen. Cool, dass du da bist. Finde ich total mega. Ich habe meinem Publikum schon gerade erzählt, wer du bist und was du eigentlich ins Leben gerufen hast. Du bist der Gründer der Facebook-Gruppe Mein schöner Rasen. Genau, und das ist natürlich mega cool, Mein schöner Rasen. Vor 2 Jahren gegründet, im Herbst 2018, hast du mir schon verraten. Und jetzt hat diese Gruppe, Julian, mega, hat diese Gruppe 30.000 Mitglieder, es ist eine geschlossene Gruppe und du hast sie gegründet. Total cool. Wir wollen heute ein paar Fragen zu diesem Thema beantworten und ich hoffe, dass die Kamera das alles jetzt richtig aufzeichnet. Was fasziniert dich? Meine erste Frage, Julian, was fasziniert dich eigentlich an Rasen? Wieso Rasen? Ja, Rasen ist einfach ein super spannendes Thema. Man ist immer dabei, es gibt im Grunde auch nie ein Ende, man ist eigentlich nie am Ziel. Allerdings. Und es geht immer weiter und es geht immer noch ein paar Prozent mehr und einfach der Austausch und das Thema Rasen und sich mit anderen darüber auszutauschen, wie die was machen, das hat mich einfach interessiert und dazu bewogen, irgendwie, Mensch, versucht dir was aufzubauen, um sich mit Gleichgesinnten oder Gleichverrückten irgendwie auszutauschen. Also das war die Grundidee, einfach eine Plattform zu schaffen, um mit Leuten über das Thema Rasen zu reden. Also das war so deine Motivation oder gab es noch eine andere Motivation? Genau, also es gibt ja also bei Facebook unheimlich viele Gartengruppen, alles, die sich was rund um Haus und Garten irgendwie dreht. Und immer, wenn man irgendwie mal eine Frage hat oder die jetzt über Standardfragen hinausgehen, wie düngen oder so wirklich reine Standardsachen. Wenn man mal Fragen gestellt hat über Erifizieren, weiß ich noch ganz genau, hatte ich mal so eine Frage, da hat er natürlich null, da hat er natürlich keiner irgendwie einen Plan von. Und dann habe ich geguckt, Mensch, gibt es nicht irgendwie so eine Gruppe, weil ich will mich nicht über Blumen unterhalten, da habe ich nicht so das Händchen für. Ich bin mehr so für Rasen und da habe ich gedacht, Mensch, gibt es nicht irgendwie eine Facebook-Gruppe, die sich mit Rasen befasst? So für uns Hobby-Greenkeeper zu Hause. Und da habe ich festgestellt, Mensch, das gibt es doch gar nicht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, gesagt, Mensch, gründe doch mal hier diese Gruppe und versuch da mal so ein paar gleichgesinnte Verrückte zusammenzukriegen, die Bock haben, sich über, oder intensiver Bock haben, sich über Rasen und das Thema einfach auszutauschen. Und war das einfach? Ging das so richtig gleich ab mit deiner Gruppe oder gab es da Schwierigkeiten? Nein, das war ganz, ganz verrückt. Also ich habe das am Anfang tatsächlich so gemacht. Ich war in ganz vielen Gartengruppen und alles Mögliche rund ums Haus. Und immer wenn da irgendjemand irgendwelche Fragen gestellt hat zu Rasen, Rasenpflege, irgendwas hier mit Vertikutieren im Frühjahr und diese ganzen Klassiker, habe ich jeden einzelnen eine private Nachricht geschrieben und habe ihr angeschrieben. Ich denke, die ersten paar hundert, die sind alle privat angeschrieben worden, glaube ich. Und die habe ich alle angeschrieben, Mensch, ich habe hier so eine Rasengruppe und wenn du nicht Bock hast, da ein bisschen mehr zu erfahren oder dich auszutauschen, Interesse hast an einem Austausch, dann schau doch mal vorbei, ich würde mich riesig freuen. Und so habe ich mich da erstmal hochgekrebst, die ersten paar hundert Mitglieder, bis ich das dann irgendwann, ja, so letztes Jahr, so ziemlich genau vor einem Jahr, ich denke, das hat auch teilweise bestimmt mit dieser Corona-Pandemie zu tun, dass Leute sich vielleicht mehr um ihr Zuhause, um ihren Garten gekümmert haben, könnte ich mir vorstellen.
Und dadurch sind die Zahlen Anfang letzten Jahres dann von 2000 Mitgliedern, das war es ungefähr so, dann ratzfatz auf 10.000 innerhalb von 2 Monaten explodiert. Und ja, dadurch sind wir jetzt stetig weiter gewachsen und ja, versuchen da das schön am Laufen zu halten. Wahnsinn. Ja, also ich denke ja auch, also auch mich hat diese Corona-Krise Anfang letzten Jahres richtig gepusht. Klar, die Leute waren mehr zu Hause. Man konnte eigentlich gar nichts machen, außer sich vielleicht ein bisschen um seinen Garten zu kümmern. Und ja. Total cool. Also auch wirklich dann letztes Jahr so richtig durch die Decke gegangen. Wahnsinn. Total cool. Ja, 30.000 Mitglieder jetzt. Das ist eine Nummer. Also das ist, glaube ich, richtig viel. Ist es schon die größte Gruppe überhaupt? Hast du da irgendwelche Vergleiche? Gibt es da noch ähnliche Gruppen zu dem Thema Rasen? Es gibt noch ein paar. Also wir waren tatsächlich auch so die erste Rasengruppe für den Hobbybereich tatsächlich. Und es sind jetzt noch einige kleinere Gruppen auch noch dazugekommen und die auch versuchen, da ein paar Mitglieder zu bekommen und die wachsen auch stetig weiter. Ja. Und da ist genauso ein toller Austausch. Also das stellt man tatsächlich fest. Insgesamt finde ich, dass in der Rasengruppe unheimlich freundlicher, guter Umgang eigentlich immer herrscht. Und ja, das Thema unheimlich freundlich, auch die tausendste Frage oder die tausendste gleichgestellte Frage wird immer wieder beantwortet und jedem wird geholfen. Das ist einfach klasse. Da kommen wir gleich noch zu. Was sind so die häufigsten Fragen? Was sind so die Top-Themen in eurer Gruppe? Vorher aber die Frage, weil jetzt vielleicht schon der eine oder andere Zuschauer interessiert ist, wie kommt man in die Gruppe rein? Was muss man eigentlich tun, um in so eine Facebook-Gruppe reinzukommen? Ja, also ganz einfach, man muss natürlich grundsätzlich bei Facebook angemeldet sein, ja, und dann einfach mal oben in die Suchmaske Mein schöner Rasen reintippen und dann in der Suche wird man schon das Ergebnis direkt angezeigt bekommen. Einfach eine Einladung schicken, wir sind bewusst auch geschlossen, weil wir natürlich wollen, dass Mitglieder in die Gruppe kommen und sich in der Gruppe aktiv beteiligen. Und ja, einfach eine Beitrittsanfrage stellen, die wird in der Regel ratzfatz genehmigt und schon ist man drin. Und aber Achtung, man verliert sich schnell in dem Thema und dann gibt es kein Zurück. Sehr gut. Ja, ich bin ja auch schon länger in dieser Gruppe drin und ich werde auch natürlich, liebe Rasenfreaks, einen Link hier zu dieser Gruppe in meine Beschreibungen reinnehmen, selbstverständlich. Wir kennen uns schon sehr lange, der Julian und ich, und begleiten uns immer so ein bisschen, haben uns leider noch nie persönlich getroffen. Das ist total schade, Julian. Jetzt machen wir es mal hier per Videochat, auch gleich für unser Publikum. Ja, ich hoffe, dass das mal irgendwann klappen wird, dass du mal hier vorbeikommst. Dann machen wir noch ein Video zum Thema Rasen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier per Videochat uns unterhalten. Ja, also Stichwort. Was sind die häufigsten Fragen? Was sind die größten Themen in eurer Gruppe? Ja, also gerade so, oder jetzt ganz aktuell sind natürlich juckt vielen der kommende Frühling in den Fingern und viele fragen, ja, was ist eigentlich die richtige Vorgehensweise im Frühling? Viele glauben, man muss jeden Frühling vertikutieren, da gibt viele Mythen, die sich da halten und da ist viel Aufklärungsarbeit, wird da durch die Mitglieder betrieben und ja, also das ist so momentan die häufigste Frage. Wie gehe ich richtig vor? Welche Reihenfolge muss ich wählen mit Vertikutieren? Ja, nein. Sanden gegebenenfalls. Wann nachsehen? Erst sanden und dann nachsehen oder andersrum? Und diese ganzen Feinheiten oder auch Bodenanalysen sind aktuell auch ein gern gesehenes Thema jetzt zum Start in die Rasensaison, um zu wissen, Mensch, wie gehe ich jetzt eigentlich vor? Wie ist mein pH-Wert etc.? Und ja, ansonsten so seit einem Jahr, die Dauerthemen sind hier so der Klassiker wirklich, was so der Einstieg als Rasenfreak ist eigentlich, wenn man erst das erste Mal erifiziert hat, dann wissen die Nachbarn, man ist endgültig total bekloppt geworden. Man ist völlig, völlig, völlig durchgeknallt und das ist eigentlich genau. So ein Thema, was viele auch interessiert und was tatsächlich auch meiner Meinung nach gerade bei schwereren, lehmigen Böden auch einen extremen Unterschied macht. Ich habe bei mir auch die Veränderung festgestellt. Das ist schon gut, wenn man da so einen Austausch vornimmt. Ja. Ist ja immer noch schwierig, so eine Maschine zu kriegen. Ja. Mittlerweile kann man doch überall so eine Maschine leihen, vor allem diese kleinen Maschinen. Sowas wie ich jetzt habe, ist tatsächlich sehr, sehr selten und eher schon so im Profibereich angesiedelt. Was sind da so eure Quellen? Wird sich darüber auch ausgetauscht? Wo kriegt man solche Geräte her? Ne? Oder wird sich auch untereinander geholfen unter den Mitgliedern?
Genau, teilweise werden die Geräte auch verliehen, auch selbst es gibt, was zum Beispiel sehr gut ist für kleinere Gärten. Ich habe zum Beispiel selber auch nur so knapp 180 Quadratmeter reine Rasenfläche. Die ist natürlich auch mit einem manuellen Ja. Handaerentizierer, auch wenn es mühsam ist, aber sehr gut und schnell bearbeitet. Da gibt es ja mehrere von ich persönlich habe den Rasenspecht, der gefällt mir ganz gut, mit dieser kleinen Definitiv. Auffangwanne unten Muss dran. ich Da jetzt gibt gleich es zum von Werbevideo machen. Nein, Da alles gibt es gut. aber auch von Bitte. Sportman gibt es Aerifizierer, da gibt es Genau. mehrere auf dem Markt, die sie so Handaerifizierer da anbieten. Und die eignen sich eigentlich für kleine Hausgärten ganz gut. Gerade weil man da auch bis in so Ecken oder sowas Ja. gut reinkommt, da kommt man auch mit diesen Leihgeräten, die man irgendwo leihen kann, auch gar nicht so gut hin. Deswegen, Richtig, da ja. lohnt es sich schon, da mal ein bisschen zu schwitzen und da was zu tun. Super, cool, ja, Technik. Ja, noch Technikthemen. Ich glaube, ich kriege es ja auch mal so ein bisschen mit, das Thema Spindelmäher ist natürlich ein ganz beliebtes Thema. Ich habe auch gesehen, dass die ja, Mitglieder sich über die ja, Optimierung ihres Spindelmähers austauschen. Was hast du da so wahrgenommen in deiner Gruppe? Ist das so ein Thema? Wie kann ich meinen Spindelmäher, der jetzt vielleicht nicht ein Profi-Spindelmäher ist, sondern eher so ein einfacher Gardena-Handspindelmäher oder akkubetriebener Spindelmäher, wie kann ich den pimpen? Wie kann ich den verbessern? Gibt es da so Themen in der Richtung? Ja, gerade so ich sag mal, diese Einsteiger-Spindelmäher, diese Gardena und so, alle diese Handspindelmäher, da ist auch so ein kleiner Hype ausgebrochen. Da rüsten viele die Kunststoffwalzen hinten um zu irgendwelche Genau. Edelstahlwalzen, um sie ein bisschen zu beschweren, um dann auch dieses so einen leichten Ansatz von so einem Streifenmuster schon zu erhalten. Und ja, da kommen viele auf tolle Ideen, viele Umbaumaßnahmen, viele Unikate, die da geschaffen werden. Und dann wird sich geholfen hier mit Backlapping am Gardena-Spindelmäher und solche ganzen Sachen. Da sind einige schon auch ganz verrückt dabei und investieren da viel Zeit, um da irgendwelche neuen Erfindungen zu machen, ja. Mega cool. Also das sind tatsächlich, ihr merkt es, liebe Zuschauer, das sind wirklich coole Themen, die in dieser Gruppe da diskutiert werden. Ich hoffe nicht, dass dein Kanal nach diesem Video komplett explodiert, aber das macht ja auch nichts. Stichwort natürlich viele Mitglieder, Stichwort auch Kritik. Es gibt natürlich auch ein paar heikle Themen. Ich nenne sie mal wirklich auch ganz offen und bewusst, ne? Also Monokultur, Rasen ist eine Monokultur. Es wird sehr stark gedüngt teilweise, was wir aus meiner Sicht unbedingt ändern müssen. Also mehr Nachhaltigkeit, natürlich auch das Thema mehr Blumen statt Rasen. Wie wird das bei euch diskutiert in der Gruppe? Ja, also tatsächlich ist das auch immer mal wieder ein Thema. Weniger als in anderen Gartengruppen vielleicht wird es hier ein bisschen weniger kritisch gesehen. Okay. Aber der Einsatz von Düngemitteln und Nitrat ins Grundwasser und oder gerade auch Herbizide, die Ja. man auf den Rasen spritzt, das ist natürlich immer eine sehr, sehr fragwürdige Sache und die wir versuchen natürlich auch mit Aufklärungsarbeit möglichst einzudämmen, weil du weißt es auch, wenn man einmal einen relativ guten Rasen hat, benötigt man sowas eigentlich ja kaum noch. Und wenn man dann Richtig. manchmal liest, dass viele gehen vor, ja, und da wird nochmal Dünger mit Unkrautvernichter und nochmal Dünger mit Unkrautvernichter kombiniert draufgehauen, das ist natürlich was, da müssen wir irgendwie von weg und versuchen zu erklären, dass man auch auf anderem Wege da gute Ergebnisse ohne solche Sachen erzielen kann. Ja, super. Also das hört sich ja richtig gut an. Denke ich auch wichtig, dass wir in dieser Richtung denken und handeln. Ja, super. Mensch, Julian, tolle Themen. Was habe ich noch für Fragen? Ja, Zukunft, ne? Wie geht es weiter bei euch? Habt ihr irgendwelche Pläne? Wie kann man so eine Facebook-Gruppe eigentlich noch entwickeln? Hast du irgendwelche Ziele, irgendwelche Visionen mit deiner Gruppe? Und zweite Frage schließe ich gleich an. Wer ist eigentlich das Wir? Du sagst nicht nur, dass du das alleine machst. Anscheinend gibt es da sowas wie ja, Moderatoren oder Experten, die dich da unterstützen, weil es wahrscheinlich viele, ja, viele Mitglieder gibt, die einfach was wissen wollen. Und es gibt vielleicht auch weniger, die dann auch ihr Wissen weitergeben. Wie läuft das eigentlich? Genau, also Wissen weitergeben. Wir sind ja auch keine Profis, wir haben ja auch nur durch Erfahrungen gelernt.
Nein, sind ich mache da das natürlich. Profis dabei? Sind Profis dabei? Genau, wir haben natürlich auch hier und da ein paar Profis dabei, die da auch mit aktiv sind und die versuchen da natürlich mal hier und da Fragen zu beantworten. Ist für die natürlich cool. dann auch ziemlich viel. Ja, aber um darauf zurückzukommen, ich mache das natürlich nicht alleine, das kann man ja gar nicht irgendwie betreuen. Ich habe noch 4 Moderatoren, die mir da mehr als tatkräftig unterstützen, Mitgliedsanfragen oder auch, es geht auch solche Sachen wie Spam rausfiltern, weil es soll Ah ja ja, auch das ein gibt's auch. qualitativ hochwertiger Content da sein, der die Leute auch anspricht in der Gruppe und das eben so zu betreuen, zu begleiten, dass da braucht man schon ein paar Leute für auf jeden Fall. Cool. Und wie soll es weitergehen? Was sind so deine Ziele? Ja, meine Ziele ist eine gute Frage. Also eigentlich sind alle meine Erwartungen schon weit übertroffen worden. Cool. Ich bin total froh, dass so viele Leute sich für das Thema interessieren und gerade auch sieht man ja bei uns, dass viele Leute darüber den Einstieg in das Thema Rasen auch erstmal so finden und dann sich dann, das ist total witzig, wenn man liest, dass da manche sich anfangen, dann auch wirklich in diesem Thema total zu verlieren. Ja. Und sich immer weiter steigern, dann fängt es an über den kleinen Gardena-Spindelmäher, dann ist es der nächste, dann ist es ein Swordman und da kann man sich ja völlig verlieren, du kennst es ja selber. Ja, da gibt es dann Und auch wieder keine Grenzen. nein, Ziele im Grunde, wir lassen das auf uns zukommen und hoffen, dass es einfach weiterhin so eine schöne und qualitativ hochwertige Gruppe bleibt mit deinem freundlichen Umgang und ja, alles andere werden wir sehen, was da die Zeit so bringt. Super, mega cool, Julian, Mensch, das finde ich großartig. Freut mich, dass dir das so viel Spaß macht, dass ihr so erfolgreich seid. Danke für das Gespräch. Ich denke, wir haben ein paar interessante Themen angesprochen. Die Zuschauer können ja gerne mal hier in die Kommentare ein paar Fragen reinschreiben. Wenn sie noch was zu deinem Kanal wissen wollen, werden wir sicherlich dann auch beantworten. Ja, aber soweit erstmal weiterhin viel Erfolg, dass diese Gruppe auch so positiv und so freundlich miteinander umgeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns alle weiterentwickeln. Ich sage ja auch mal, ich bin kein Profi, sondern ich lerne täglich dazu. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, eine gute Community zu haben, auch ein paar Leute dabei zu haben, die ein bisschen mehr wissen als andere. Und wenn die das weitergeben, ist das super. Und das tun wir jetzt hiermit auch mit diesem kleinen Video. Danke, Julian, für den Chat. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei mir auf dem Rasen. Bis denn. Sehr gut. Okay. Ich hoffe es. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir. Super, danke. Ciao. Halten wir doch mal jetzt hier so unsere Tassen so. Genau. Zum Wohl. Sehr gut. Yeah, super.